Ich kann Ihnen nur Folgendes sagen, die Tatverdächtigen in Südtirol, da haben wir einfach einen Faktor von 1 zu 10. Es ist einfach so, dass Leute mit Migrationshintergrund 10-mal öfter kriminell werden bzw. tatverdächtig sind. Das sagt die Statistik ganz offen und das ist nicht meine Wahrnehmung oder auch nicht subjektiv. Die Zahlen lügen nicht. Das haben wir auf den Tisch, das wissen wir. Und man muss dazu noch eines sagen, unter dem Begriff Einwanderer bzw. Ausländer fallen hier ja auch alle Deutschen, alle Österreicher, alle aus dem EU-Ausland, weshalb dann die effektive Ausländerzahl aus dem nordafrikanischen Raum und aus dem arabischen Raum ja um einiges höher noch ist, als wir hier in der Statistik drinnen haben. Das ist ja sehr wohlwollend, wenn wir das so sagen wollen. Und auf der anderen Seite bei den Einheimischen, die als Einheimische geführt werden, sind ja auch viele mit Migrationshintergrund, die bereits die Staatsbürgerschaft haben. Also relativiert sich das um einiges nach oben wieder.